Straf 8. Zur Meldung. Rechts, auf. So oder so ähnlich ist es im Palast Hohenems zur Habsburger Zeit wohl zugegangen. Die schicken Uniformen können wohl alle, jede für sich, ihre eigene Geschichte erzählen. Uns interessiert, was es im Jahr 2019 auf sich hat mit solchen, im wahrsten Sinn des Wortes, Aufmärschen. Es ist ein absolut denkwürdiger Tag. Ich würde sagen, das erste Mal in Vorarlberg, dass hier ein Traditionsregiment groß feiert. Es wird sein, das Infanterieregiment Nummer 18 wird hier eine Fahnenübergabe machen. Ich sollte hier zum Oberbefehlshaber, historisch gesehen natürlich für Tirol und Vorarlberg werden. Abordnungen der Schützengilde Vorarlberg oder von so klingenden Namen wie der Weinritterschaft geben sich die Ehre. Klingt ein wenig nach Habsburger Nostalgie. Nein, also ich wehre mich, das Wort Nostalgie zu sagen. Ich finde, es ist ein lebendiges Erinnern und ein lebendiges Erleben von Geschichte. Natürlich dieser nahe oder familiäre Bezug zum Kaiserhaus macht einen gewissen Sinn. Es sind hier Traditionen, die in die Habsburg-Monarchie zurückgehen. 1000 Jahre Geschichte Habsburger Monarchie in Österreich. Da ist natürlich auf der Hand, dass vielleicht ein Nachkomme, ein Nachkomme sich mit dem Thema beschäftigt. Der Ururenkel von Kaiserin Sisi ist also nun der Oberbefehlshaber einer früheren Militäreinheit des K&K-Reichs mit nicht nur symbolischen Aufgaben. Wir haben auch vor, eine kleine Ausstellung zusätzlich im Palast Hohenems zu machen für das Regiment 18. Wir möchten einfach ein Teil dieser Geschichte sein, und es sollte auch dieses Regiment auch der Sitz des Palast Hohenems nennen dürfen.